Guten Tag， 大家好，欢迎大家走进走遍德国德语课堂。Guten Tag, meine lieben Studenten. Herzlich willkommen. Unser Deutschunterricht fängt wieder an. 亲爱的同学们，大家好，欢迎大家又回到我们的德语课堂。我是你们的舒老师。在上一节课上，我们开始了第十单元的学习。在上节课上，我们主要了解了波鸿这座城市，并且学习了这一单元的基本词汇，尤其是大量和住宅、住房有关的单词。在上节课上，我们了解到，在19世纪，波鸿因为地下采矿的发展，一度非常的繁荣，成为德国重要的产煤区，而且它也是鲁尔区的中心之一。那么在这节课上，我们就将来到波鸿的一个矿区。这座曾经的矿区现在会变成什么样子呢？那么通过这个矿区现在和以前的对比，我们还将接触到情态动词的过去式形式。那让我们赶紧开始今天的学习内容吧。Lernen wir zuerst die neuen Wörter. 让我们先来学习这一课的新单词。Die Zeche, die Zechen. Die Zeche, die Zechen. 矿山矿区。Die Zeche Helene liegt im Ruhrgebiet. Die Zeche Helene liegt im Ruhrgebiet. Helene 这座矿区位于鲁尔区。同学们看一下这里的 liegen 解释为位于， im Ruhrgebiet 在鲁尔区。Die Bildunterschrift, die Bildunterschriften, die Bildunterschrift, die Bildunterschriften 图片的文字说明。这个单词看似很复杂，其实并不难记。我们把它拆分一下 ，die Schrift， die Schrift， Schrift 的意思有文字的含义，我们也可以用它来指平时写字的笔记、字迹。如果我想说你的字写得真漂亮，我就可以说 Deine Schrift ist sehr schön， Deine Schrift ist sehr schön。 Unter 这个介词解释为在什么的下面。那么 the Unterschrift 指的就是那些在其他文字下面的文字了。在别的文字下面的文字通常是指签字、署名， the Unterschrift。 相反的，我们还会有一个单词叫 the Überschrift， the Überschrift。 我们知道介词 Über 解释为在什么的上面，因此 the Überschrift 指的就是在其他文字上面的文字了，那当然指的就是标题了。回到我们所学的这个单词 Bildunterschrift， 位于图片下面的文字，那当然就是图片的文字说明了。 Lesen Sie die Bildunterschrift， Lesen Sie die Bildunterschrift， 请阅读图片的文字说明。Gehören, gehören, 动词。注意前面的 ge 是非重读音节，重音在 gehören 上面。Gehören 解释为属于。那么还有一个非常重要的词组 gehören zu 也解释为属于，但是这两个属于的意思可不一样。我们来看两个例句。 Das Auto gehört mir.Das Auto gehört mir， 这辆车是我的。同学们有没有发现 gehören 后面加的不是四格宾语，而是三格宾语 mir？ 那是因为 gehören 是一个不及物动词，所以它要求加三格宾语。这辆车是我的，这辆车是属于我的。这里的属于，同学们注意一下，它强调的是一个物权。这本字典属于我的，这个手机是我的，这里我们都可以用 gehören 加上三个宾语。而 gehören zu 的意思则不一样了。再来看一个例句。Das Auto gehört zu den besten
Autos. Das Auto gehört zu den besten Autos. 这辆车是最好的车之一。后面的 den besten Autos 是最高级、最好的车。The besten Autos 的三格形式，因为介词促是一定要支配三格宾语的。从这个例句我们不难发现 gehören zu 这个词组表达的是某样物体其实是后面物体中的一部分的意思。最好的车可能是有几个品牌，那么这辆车是这些最好车里面的一份子、一部分。不知道同学们有没有理解这两个用法的区别呢？舒老师这里再提一个问题，这个车库是我的，不是你的，是我的，我们应该用 gehören 还是 gehören zu 呢？对了，车库是我的，强调的是物权，所以要用 gehören。 Die Garage gehört mir. Die Garage gehört mir. 那么再来，如果我说买房子的时候车库应该是算在房款里的，怎么能让我再付钱呢？因为车库是房子的一部分，我们应该用 gehören 还是 gehören zu 呢？对了，这里强调的是某样东西是某个整体的一部分，也就是车库是 house 的一部分，我们就该用 gehören zu 这个词组了。Die Garage gehört zum Haus. Die Garage gehört zum Haus. 不知道同学们区分清楚了吗？我们再来看一句书上的例句。Welche Bildunterschrift gehört zu welchem Foto?Welche Bildunterschrift gehört zu welchem Foto? 哪个文字说明和哪一幅照片相匹配呢？这里用 gehören zu 是因为把图片的文字说明和图片看成了一个整体，文字说明是图片的一部分。Die Sauna, die Saunen. 桑拿浴。In der Zeche Helena,Kann man heute in die Sauna gehen? In der Zeche Helena kann man heute in die Sauna gehen. 现在在 Helena 矿区，我们可以去洗桑拿。同学们可以记一下这个词组：去洗桑拿 ，in die Sauna gehen. In die Sauna gehen 是不是和去看电影、去吃饭结构很一致呢？我们要去洗桑拿的话，就要到 Sauna 的里面去。Long, 多少时间那么长，多少时间那么久的。Wir waren drei Jahre lang befreundet. 当时我们成为朋友已经有三年那么久了。可能有同学会想起来，我们之前有比较过 long 和 longer 这两个单词。long 舒老师说指的是具体的长度，而 longer 指的是时间上的很久。既然是这样，为什么这里用了 long 而不是用的表示时间的 longer 呢？那么请同学们注意一下，如果前面出现了具体的时间长度，也就是像这里的三年或者一个礼拜、五天这样的词，那么后面就不可以用 longer， 而是要用 long 了。如果没有具体的时间，也就是只有很久这个意思的话，那么我们就只能用 longer。所以这里的 drei Jahre lang 解释为三年那么久。那么如果我说一星期那么久，该怎么说呢 ？Eine Woche lang。那么五天那么久呢 ？Fünf Tage lang. Die Kohle. 不可数名词，煤炭。Im Ruhrgebiet gibt es viel Kohle. Im Ruhrgebiet gibt es viel Kohle. 在鲁尔区有很多煤炭。那么同学们注意，因为煤是不可数的，所以我们用 viel 来修饰它。Abbauen,
abbauen， 可分动词，解释为开采。In den Zechen baut man Kohle ab。In den Zechen baut man Kohle ab。所以我们知道采煤应该说 Kohle abbauen。Kohle abbauen。Hart。Hart。形容词或者副词，艰苦的。同学们看这个单词长得是不是非常像英语的 hard 呢？意思也非常的接近。Die Bergleute haben dort hart gearbeitet. Die Bergleute haben dort hart gearbeitet. 矿工在那工作的非常的艰苦。Das Bergwerk, die Bergwerke.Das Bergwerk, die Bergwerke. 矿山，矿井。Von 1870 bis 1958 war die Zeche Helena ein Bergwerk. Von 1870 bis 1958 war die Zeche Helena ein Bergwerk. 从1870到1958年Helena 矿区是一座矿山。Berg 我们学过是山的意思 ,der Berg, 而 das Werk 则相当于英语里面的 work, 两个单词合在一起就成了矿山、矿井。Das Tageslicht, das Tageslicht, 不可数名词日光，或者也可以解释为自然光。Ein Bergmann konnte oft eine ganze Woche lang kein Tageslicht sehen. Ein Bergmann konnte oft eine ganze Woche lang kein Tageslicht sehen. 那个时候，矿工经常是整整一个星期不见天日。那么同学们看这里的 eine ganze Woche lang, eine ganze Woche lang 指的就是整整一个星期那么久。这里的Konnte 就是情态动词 können 的过去式形式，表示过去不能。Das Zentrum, die Zentren. Das Zentrum, die Zentren. 中心。Die Zeche Helena ist seit 1997 ein Sport- und Freizeitzentrum. Die Zeche Helena ist seit 1997ein Sport- und Freizeitzentrum. 从1997年起， Helena 矿区就成为一个运动休闲中心。这个 Zentrum 长得是不是很像英语里的 center 呢？如果我们说 Stadtzentrum, Stadtzentrum 就可以指市中心。Ins Zentrum gehen, ins Zentrum gehen, 动词因为去中心这是一个动态的，所以加四格，去市中心或者去中心。Im Zentrum sein, im Zentrum sein, 在中心。进三，在中心是静态的，所以我们用三格。Außerdem, außerdem, 副词，此外，这个副词是非常有用的。Man kann hier Sport machen und es gibt außerdem ein Solarium. Man kann hier Sport machen und es gibt außerdem ein Solarium. 人们可以在这里做运动，此外还有一个日光浴室。那么同学们注意一下 ,außerdem 因为是副词，所以如果我们用它放在句首的话，后面应该是倒装的语序。来看一个例子。Ich spreche Englisch. Außerdem kann ich auch ein bisschen Deutsch. Ich spreche Englisch. Außerdem kann ich auch ein bisschen Deutsch. 我说英语，此外我还会一点德语。同学们看第二句句子，因为用 außerdem 打头，所以后面应该是倒装的语序。Das Solarium, die Solarien.Das Solarium, die Solarien, 日光浴室。
当然，这个单词也可以指用来做日光浴的设备。Körperlich， 形容词，身体的。这个单词来自于名词身体。Der Körper, die Körper. Die Arbeit war körperlich zu anstrengend. 当时的这项工作对于身体的负荷是非常大的。Anstrengend， 第一分词做形容词，解释为让人疲惫的，让人觉得辛苦的。Montags, Dienstags, und so weiter. 每周一，每周二，等等。星期一到星期天，这些单词都是名词。但是如果我们把名词的首字母小写，并且在后面加上一个 s 的话，我们就可以把这个名词变成副词，解释为每个星期几的。那么 ，der Montag 首字母 M 小写，后面加上 S 就变成了 Montags。星期二 ，Dienstag 首字母 D 小写，后面加上 S 就变成了 Dienstags。依次类推，我们如果说每周三 Mittwochs， 每周四 Donnerstags， 每周五 Freitags， 每周六 Samstags， 每周日 Sonntags， 都可以得到。这个副词可以代替我们原来所学过的词组 am Montag, am Dienstag, am Mittwoch 等等。 Kinder dürfen Dienstags und Donnerstags mitkommen. Kinder dürfen Dienstags und Donnerstags mitkommen. 周二和周四孩子们可以一起来。 Unbeaten, 可分动词、及物动词，提供。这个动词是一个不规则动词，我们先来看一下它的现在式变化和过去分词变化。Er bietet an, hat angeboten, hat angeboten. Von 16 bis 18 Uhr bietet das Zentrum ein Programm für Kinder an.Von 16 bis 18 Uhr bietet das Zentrum ein Programm für Kinder an. 下午四点到六点之间，这个中心会为孩子们提供一个特定的节目。Unbeaten 一般用在两种情况，一种呢是商店或者企业提供某种商品或者提供某种服务的时候，我们可以用 unbeaten。我们看一下这个例句。Der Supermarkt bietet frisches Gemüse an. Der Supermarkt bietet frisches Gemüse an. 这家超市供应新鲜的蔬菜。那么在这里，蔬菜就是超市所提供的产品或者商品。那么前面一句例句里说的是，这个中心为孩子们提供一个节目。节目虽然不是有形的商品，但是我们也可以把服务看成是某一种特定的商品，因此如果学校提供某些课程也是用 unbeaten 的。例如我们沪江网校有提供德语课程给大家，我们就可以说 wir bieten Deutschkurse an, wir bieten Deutschkurse an。 除了提供商品和服务可以用 unbeaten 以外，还有第二种情况也适用这个单词，那就是做客的时候，主人向客人提供各种吃的或者喝的时候，我们都可以用 unbeaten。 例如上茶就可以说 den Tee unbeaten， 那么给某人一支烟呢，就可以说 eine Zigarette unbeaten， 甚至请客人就坐也可以说 Platz unbeaten。 我们再来看一个例子。 Der Gastgeber bietet mir den Tee anDer Gastgeber bietet mir den Tee an. 主人请我喝茶。那么同学们看，这里有一个 mir， 能发现 mir 是第几格吗？人三物四，既然 Tee 茶是供应的直接宾语，那么 mir 当然是三格宾语了。
Ich bin's, euer Schnappi. Ich fliege gerade mit meinem Freund dem Lama nach Yokohama. Ein Lama, das fliegt nach Yokohama. Es freut sich schon auf Reis und Fisch und sucht die Gabel auf dem Tisch. Ein Lama, das fliegt nach Yokohama. Es freut sich schon auf Reis und Fisch und sucht die Gabel auf dem Tisch. Wo ist die Gabel? Hallo, hallo, du Lama in Yoko, Yokohama. Schnapp dir einfach Reis und Fisch mit den Stäbchen auf dem Tisch. Steck alles in den Schnabel, es geht auch ohne Gabel. Nur Mut, nur Mut, das klappt doch schon ganz gut. Prost, Prost, Ganbei.这个是在喝酒的时候互相碰杯的时候说的话。Prost, Herr Grabowski. 干杯 ,Grabowski 先生。那么干杯的时候除了说 Prost, 还可以怎么说呢？还可以说 Zum Wohl, Zum Wohl。Wohl 这个名词可以解释为身体非常健康，生活非常安逸的状态。那么 zum wohl 这个助酒词就有为了健康，为了更好的生活，干杯的意思。Also zum wohl, Frau Schmidtke. 好的，干杯 ,Schmidtke 女士。Einmal, einmal. Zweimal, zweimal. 一次，两次。Einmal 在口语里可以简称为 mal， 所以如果我们用数字加上 mal， 就可以构成表示不同次数的单词了。因此三次的话就是 dreimal， 四次 viermal， 十次 zehnmal。Einmal pro Woche gehe ich schwimmen。Einmal pro Woche gehe ich schwimmen。我每周去游一次泳。还记得 pro 这个单词吗？表示每 pro Woche 每周，那如果每周去游两次泳，我们就可以说 zweimal pro Woche gehe ich schwimmen。 zwei bis dreimal， zwei bis dreimal， 两至三次。 Ich komme zwei bis dreimal pro Woche ins Fitnessstudio。 Ich komme zwei bis dreimal pro Woche ins Fitnessstudio。我一周健身两到三次。我们知道 bis 是直到的意思，那么 zweimal bis dreimal 表达的就是二到三次这样一个区间。因为两个单词后面都是 mal 这个词，所以我们可以把 zweimal 里面的 mal 省去，用连字符表示。 Was für ein Was für ein， 在这里Was für ein 解释为多么，就有点像一个感叹句。Was für eine Überraschung? Was für eine Überraschung? 多么令人吃惊啊，多么令人惊喜啊。Überraschung 我们学过，相当于英语里面的 surprise。Jemand, jemand, 某人。Jemand 就相当于英语里面的 somebody。所以我们在学习词组的时候，有的时候是需要用到这个词的。Sie treffen jemanden aus ihrem Sprachkurs. Sie treffen jemanden aus ihrem Sprachkurs. 您遇见了某个您语言班上的人。Jemand 属于不定代词，它在句子中要跟着相应的格数发生变化。我们默认 jemand 是一个阳性的概念。所以在四格的时候，在我们刚刚那个例句里面，我们在 jemand 的后面加上 an， 表示阳性四格的词尾，变成了 jemanden。 那么同学们可以想一想，如果在三格里面，它的词尾又该变成什么呢？如果我说我和某人去看电影，应该变成 Ich gehe mit jemandem ins Kino。这里的 jemanden 应该是阳性三格 am 的词尾。Der Zufall die Zufälle. Der Zufall die Zufälle. 偶然巧合。
Du hier, so ein Zufall. Du hier, so ein Zufall. 哇，你怎么会在这儿？这么巧。So ein Zufall， 这是德语里固定的一个短语，解释为这么巧，好巧啊。Zufällig， Zufällig， 一看就知道这个单词是粗发的形容词，在粗发的上面带上 umlaut， 带上点，后面加上形容词词尾 ig， 就变成了偶然的、碰巧的。Gestern habe ich zufällig meine Nachbarin in einer Kneipe getroffen. Gestern habe ich zufällig meine Nachbarin in einer Kneipe getroffen. 昨天我碰巧在一家小酒馆里碰到了我的女邻居。Die Kneipe, die Kneipen. Die Kneipe, die Kneipen. 小酒馆。Die Party, die Partys.The party, the parties, 聚会，派对。Manchmal treffe ich alte Freunde auf einer Party. Manchmal treffe ich alte Freunde auf einer Party. 有时我会在派对上遇见我的老朋友们。同学们可以记一下，派对是和介词 auf 搭配的。可能派对就像一个舞台，在舞台上，在派对上。我们用介词 auf。 So So 如此这样的。 So ein tolles Wetter. So ein tolles Wetter. 天气好棒啊。 So ein So ein So ein 加上名词，表达的是一种惊叹赞叹的感情，何等。So eine Überraschung, so eine Überraschung, 好惊讶，好惊喜啊！那么类似的短语还有 so ein Zufall, so ein Zufall, 好巧啊 ！So ein Theater, so ein Theater, 好混乱啊 ！Theater 我们知道是戏剧的意思 ，so ein Theater 可以用来描述非常混乱的局面。或者场合 ，ewig, ewig, 形容词，长久的。Ich habe sie ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe sie ja schon ewig nicht mehr gesehen. 好久都没有碰到您了。这里的 ewig 其实就是 sehr lange 的意思，非常久，好久。那么 ewig 还有一个意思可以解释为永远。那么德语里也有一个词组表示永远 ，für immer, für immer. Wie geht es dir? Wie geht es dir? 你好吗 ？Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? 您好吗？虽然这个问候语我们很早之前就学了，不过当时同学们一定搞不清这里的 dir 和 Ihnen 分别是什么。但是现在同学们一眼就应该能够看出了吧，这里的 dir 是 du 的第三格，而 ihnen 是 sie 的第三格，因为 gehen 这个动词是不及物动词， es geht 后面不能加四格宾语，所以只能加三格宾语。 so so 那么表示语气。 was machst du denn soWas machst du denn so? 那你是在做什么呢 ？In letzter Zeit. In letzter Zeit. 最近。Was hast du in letzter Zeit so gemacht? Was hast du in letzter Zeit so gemacht? 那你最近都做了些什么呢 ？Vorspielen. Vorspielen. 可分动词。表演。这个词也很形象 ，spielen 相当于 play， 而 for 解释为在什么的前面，在众人的面前 spielen， 那当然就是表演了。Spielen Sie den Dialog im Kurs vor. Spielen Sie den Dialog im Kurs vor. 请在班上表演对话。Den Dialog vorspielen. 表演对话。
gut. Jetzt haben wir den Wortschatz gelernt und wir können die Zeche Helena kennenlernen. 好，在学习了本课的新单词之后，我们就可以一起来走进 Helena 这座矿区了。Öffnen Sie das Buch auf Seite 182，请同学们把书本翻到182页。Übung 1 Eine Zeche im Ruhrgebiet卢尔区的一座矿区。Here sehen Sie zwei Bilder oder zwei Fotos. 同学们可以看到这里有两幅照片。Es gibt hier auch zwei Bildunterschriften. 除了两幅照片以外，还有两个图片的文字说明。我们一起来看一看哪个文字说明配哪个照片呢？ Welche Bildunterschrift?Passt zu welchem Foto? 1. Die Zeche Helena heute. Hier kann man seine Freizeit aktiv verbringen, Sport machen, in die Sauna gehen, Freunde treffen, in Cafés sitzen. 很明显这段文字描述的是 Helena 矿区的今天。现在人们可以在 Helena 矿区积极地度过业余时间。Freizeit verbringen, Freizeit verbringen, 度过业余时间。Aber wie? 怎么度过呢？ Sport machen, 可以在这里做运动。In die Sauna gehen, 可以洗桑拿。Freunde treffen,见朋友 ，in cafe sitzen， 坐在咖啡馆里喝喝咖啡，发发呆。那么同学们看这两幅画里面，哪一幅画表现的是现在的比较现代的 Zeche Helena 呢？那一定是 Bild 2， 因为在第二幅图上，这个 Zeche Helena 看起来更加的时尚，更加的新一些。Zweitens。Die Zeche Helena 1958. Hier hat man fast 100 Jahre lang Kohle abgebaut. Die Bergleute haben dort hart gearbeitet. 1958年的 Helena 矿区，在这里人们开采煤矿已经约有100年的历史。以前矿工的工作是非常艰苦的。照片 1 上的建筑物看起来略老、略旧、也略脏。更关键的是，后方还有一个大型的运送煤炭的装置。因此我们可以猜测说，这个 Bild 1 显示的就是1958年的 Helena Zeche。好，下面就请同学们自己来完成一个练习。Lesen Sie einige Sätze。大家会读到几句句子。Welche Sätze passen zu welchem Bild? 请同学们判断一下下列哪些句子和哪幅照片相匹配，也就是哪些句子描述的是现在的矿区，而哪些又在讲过去的故事呢？这题应该难度不大吧？不知道同学们是不是都选对了？我们不仅可以从意思上来判断，更重要的是我们可以从语法上来判断这些事情发生在现在还是过去。Von 1870 bis 1958 war die Zeche Helena ein Bergwerk. 从1870到1958年 ，Helena 煤矿是一座矿山。这里既然已经出现了清楚的时间范围，还有过去时 war， 所以应该选择 Bild 1， 发生在过去的事。Zweitens, hier musste man hart arbeiten.
Ein Bergmann konnte oft eine ganze Woche lang kein Tageslicht sehen. 在这里，人们不得不艰苦地工作。作为矿工，人们可能整整一个星期都不见天日。这句句子里出现了 hard arbeiten， 艰苦的工作，因为现在煤矿已经不存在了，所以明显是在讲过去的事情。另外，这里也出现了情态动词的过去式形式 musste 是情态动词 müssen 的过去时，而 konnte 则是情态动词 können 的过去式形式。所以这句话讲述的也是过去的事情。Bild eins. Drittens, heute muss man hier nicht mehr arbeiten. Die Zeche Helena ist seit 1997 ein Sport- und Freizeitzentrum. 现在人们已经不需要在这里工作了，因为自从1997年开始， Helena 矿区就成为了一个运动休闲中心。这里有 heute现在，而且时态也用的是现在时，很明显我们应该选择 Bild 2。 Viertens, man kann hier Sport machen und es gibt außerdem eine Sauna, ein Solarium und im Sommer einen Biergarten. 人们在这儿可以做运动，此外还有桑拿，还有太阳浴，在夏天的时候还有露天的啤酒馆。这句话不管是从时态还是从意思上都可以看出，它描述的是 Bild 2现在的情景。 Fünftens, Frauen durften nicht in der Zeche arbeiten. Die Arbeit war körperlich zu anstrengend und gefährlich. 在当时，女性是不可以在煤矿中工作的，因为当时的工作在体力上的消耗很大，非常的辛苦而且危险。这里又讲到了 Arbeit in der Zeche， 在煤矿工作，因此是在讲过去的事情。另外又出现了情态动词 dürfen 的过去形式，也就是 durften， durften。 所以第五句讲的也是过去的事情。 Bild eins. Sextens, Kinder dürfen Dienstags und Donnerstags mitkommenVom 16 bis 18 Uhr bietet das Zentrum ein Programm für Kinder an. 星期二和星期四，孩子们可以一起来，也就是跟着父母一起来矿区玩，因为从下午四点到六点之间，这个中心会为孩子们提供特别的节目。很明显，这里讲的是矿区变成 Sport und Freizeitzentrum 之后的事情了。而且情态动词 dürfen 用的也是现在时，因此我们可以看出这句话讲的是 Bild 2，也就是现在的事情。通过这个练习，同学们可能也已经发现了，在讲述发生在以前或者是现在的事的时候，我们要注意时态上的差别。那么过去的事，我们可以用我们所学过的现在完成时，也可以用过去时。过去式我们之前已经学过 haben, sein 和 es gibt 的过去式形式，那么在这个单元里我们将学习情态动词的过去式。那么今天的时间有限，我们在下节课上会具体展开情态动词过去式的构成和用法。那么在这节课的最后，让我们再来做一个听力练习吧。Seite 183, Übung 3. Kerstin Schmidtke und Otto Grabowski in der Zeche Helena. Kerstin Schmidtke 和 Otto Grabowski 在 Helena 矿区相遇。Hören Sie und nummerieren Sie.请同学们根据对话将下列打乱的句子标号排序。要注意的是，题目里出现的是精简过的版本，所以这道题会有一点难度，需要大家听懂对话然后再来做题。Lektion 10.
Die Zeche Helene. 3. Kerstin Schmidtke und Otto Grabowski in der Zeche Helene. Hören Sie und nummerieren Sie. Tag, Herr Grabowski. Sie habe ich ja noch nie hier gesehen. Oh, ja, so mal, Frau Schmidtke. Was für eine Überraschung. Was machen Sie denn hier? Tja, ich bin oft hier. Ich arbeite in Essen und da komme ich 2 bis 3 Mal pro Woche hierher ins Fitnessstudio. Sind Sie auch Mitglied im Fit-Club? Na, ich und Fitness? Nee, Sie. Ich treffe heute meine Kollegen von früher. Möchten Sie denn etwas trinken, Frau Schmidtke? Ach ja, gern. Ein Orangensaft, bitte. Mhm. Ein Orangensaft und Pilz, bitte. Ja, ja, Fitnessstudio. Also, zum Wohl, Frau Schmidtke. Prost, Herr Grabowski. Kerstin Schmidtke 和 Otto Grabowski 在 Zeche Helene 偶遇了。Schmidtke 女士先和对方打招呼。Tag, Herr Grabowski, Sie habe ich ja noch nie hier gesehen. 你好啊 ,Grabowski 先生,我之前没在这儿见过您呢。Grabowski 先生回答说 ,Oh, ja sowas, Frau Schmidtke, was für eine Überraschung, was machen Sie denn hier?是哦 ,Schmidtke 女士太意外了。您在这儿干嘛呢 ?Schmidtke 女士又回答说 ,Tja, ich bin oft hier. Ich arbeite in Essen und da komme ich 2 bis 3 Mal pro Woche hierher ins Fitnessstudio. Sind Sie auch Mitglied im Fit Club? 我可是经常来这儿的。我在艾森工作然后我一周会来这里2到3次健身。这里的 Essen 可不是指吃的东西，而指的是德国的一座城市艾森，离波鸿不远，好像论大小也能排上德国第七大城市呢。原来 Schmidtke 女士每周要来 Zeche Helene 2到3次健身 ，ins Fitnessstudio gehen，ins Fitnessstudio gehen 就是去健身房，那就是健身的意思。Schmidtke 女士最后还问 Grabowski 先生，你也是健身俱乐部的成员吗 ?Mitglied, 成员 ,Fit Club, 健身俱乐部。Grabowski 先生回答 ,Was? Ich und Fitness? 啊我和健身啊 ,Nene, Sie, 可见 Grabowski 先生是一个没什么运动细胞的人。Ich treffe heute meine Kollegen von früher. 我今天是来这里和我以前的同事见面的。Meine Kollegen von früher 就是以前的同事们。Möchten Sie denn etwas trinken, Frau Schmidtke? Schmidtke 女士，你想喝点什么吗 ？Ach ja, gern. Ein Orangensaft bitte. 嗯，好的。那我来一杯橙汁吧。Orangensaft.橙汁 ，eine Orangensaft und ein Pils bitte. Grabowski 先生就点单了，一杯橙汁和一杯 Pils。Pils 是在鲁尔地区大家比较爱喝的一种啤酒，颜色比较浅。Ja, ja, Fitnessstudio. Also zum Wohl, Frau Schmidtke. Prost, Herr Grabowski. 看来 Grabowski 先生不怎么爱聊健身方面的话题。所以他说干杯还是喝酒吧。在这节课上我们主要了解了 Zeche Helene。通过阅读训练和听力练习我们也了解了这个矿区的过去和现在。那么在练习中我们也接触到了情态动词的过去式形式。那么在下节课上我们就要具体学习情态动词过去时的构成和用法了。那我们今天的课就上到这里吧。Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. 我们下节课再见啦。